Servus! Hallo Dominik! Hi. Oh leck! Man hört uns, man hört uns! Da seid ihr mal wieder. Was hast du wieder? Ja, ist ein Juckdown halt, ne? Modus unten. Ne, steht nicht unten links. Alles ist laut, Alter. Leck mich. Ablink ist das, also man hat Ablink noch für die, wo es nicht kennen. Also so einen kleinen Handball in der Hände und wirft ihn einfach durch die Map, wie so ein Verrückter. Und wenn er fängt, der hat ihn in der Hände. Na, muss halt nein, der gegnerischen Base. Also hier, jetzt habe ich ihn gerade in der Hand. Wirf ihn einfach weg, weil ich ihn einfach nicht will. Und ja, so nach dem Motto, mach einmal du, ich habe keine Lust. Und ja. Wie gesagt, Nukedown, Ablink, man muss halt den Ball in der gegnerischen Base irgendwo hinwerfen, denke ich. Nicht nach einem Basketballkorb, auch nicht nach einem Tor, sondern irgendwo hin. Ich weiß nicht genau, wo ich habe es noch nie beobachtet. Ich mache einfach nur das, oder ihr dasselbe seht. Ich bin im Haus und mache eigentlich das, was am meisten Spaß macht. Und ja, das hätte jetzt ein Blitzschlag. Komisch, dass man das im Kino nie sieht, wo man den platziert. Aber ihr seht es ja selber, das ist Kills waren. Das ist egal. Und ja, jetzt habe ich wieder so meinen kleinen russischen Panzer. Und so schnell geht's eigentlich. Das waren echt die hohlsten Gegner seit Erfindung des Schnittbrots. Und ja, selbst die Erfindung des Schnittbrots war spannender wie die Gegner. Das war echt, Alter, nee. Zu dem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, gar nicht geschnallt, dass man den Panzer dort steuern kann. Der ist automatisch gefahren. Und ja. Ja, genau. Was gibt's noch für Sachen? Ja. Ich sag doch, ICE ohne Rupping Visier. ICE ohne Rupping Visier, göttlich. Hat zwar ein komisches Visier, finde ich, die Waffen an sich. Aber geht eigentlich. Ja, jetzt geht's. Ja, manche Waffen sind besser ohne den Iron Sight Dingsbum. Und ja, ne, das ist auf aller Fälle so. Es gibt einfach Waffen, die sind mit Rupping Visier einfach nur so richtig gay. Und da denkt man echt, Alter, jetzt hat die Waffe noch mehr Rückstoß wieder vor. Das ist echt manchmal so. Das ist wahrscheinlich nur so Eingebung, aber. Ja. Und ja. Genau. Was gibt's noch? Was haben wir für ein Thema heute? Wir haben heute kein Thema. Wir haben heute eigentlich. Wir können eigentlich gar nichts. Also wir können eigentlich gar nichts. Ihr müsst jetzt alleine denken, nur weil ich da jeden weghole, dass ich irgendwie was kaufe so. Ich meine, es war an den Gegner gelegen. Ich weiß nicht. Die konnten nichts. Ihr seht es ja da, die spawnen alle vor mich. Mehr oder weniger. Ja, vielleicht momentan, ja, aber das ist neu. Und ja. Ja, da war ich tot, da, weil ich den blöden Panzer genommen habe. Die finden dich halt immer, egal in welcher Ecke du liegst. Da habe ich wieder einen Ball in der Hand, wirf ihn wieder weg. Ich wirf ihn einfach aus dem Fenster, wie wenn ich ihn echt nicht will. Sieht so geil aus. Und ja. Naja, man muss halt noch zum Tommy erklären. Also, er hat ja davor nie CSS gezockt, CSS. Nie COD gezockt. Sondern immer bloß CSS, oder CSS GO ab und zu haben wir, glaube ich, ja. Ja, auf PC, ja, natürlich, ja. CS GO gibt's ja, gibt's. Ja. Das heißt, wenn man kommt da umzugehen und mit einem schnellen Ziel links und rechts, ist es noch ein bisschen. Ungewohnt. Ja, ist ja ungewohnt, glaube ich. Aber da kommt man eigentlich ziemlich schnell rein, weil das ist immer so, gut, auf dem PC ist das alles ein wenig anders. Wir können jetzt zwar auf dem PC genauso einen Controller ausschließen, aber das ist dann. Na, das ist halt einfach ganz anders. Und was man derzeit sowieso so. Mit Xbox Controller auf dem PC, ich funktioniere. Ja, das ist einfach irgendwie eine andere Welt. Und momentan liest man überall im Internet Black Ops 3 auf dem PC, totale Katastrophe. Das geht einfach momentan gar nicht. Also sprich. Ja, Hacker hast du sowieso schneller und schneller. Also natürlich gibt es da vielleicht auf der 4 vielleicht auch die ein oder andere irgendwann einmal. Ja, aber.
Aufladen einfach richtig schnell gemacht. Ja, auf dem PC gibt's viel Mod und so Zeug, ja. Der PS4 ist dann, denke ich mal, ein bisschen länger brauchen, bis du da irgendwie einen Hit drauf kriegst. Ja, da gibt's voll viel Modde. Aber so ist es ja. Das ist echt krass. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Ihr seid hier, jetzt beginnt die Runde 2. Ich denke, ich war vorhin echt doof. Ich hab doch vorhin das Video vorgespult, bevor wir aufgenommen haben. Und da war Runde 1 von 2, aber jetzt ist 2 von 2. Das macht das Monster, das Alkohol drin. Nee, keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube, es läuft doch durch. Ich war vorhin ein Bug. Wie Montana Black Zitat. Und das war ein Bug. Ja, echt. Es gibt echt noch viel Bugs. Gut, jetzt nicht Black Ops 3, eigentlich ist das Spiel. Bis jetzt, was mich so auffällt. Ich weiß nicht, wie viele Spielstunden ich habe. Vielleicht. Ja, schon, könnten schon ein paar sein. Weiß ich es nicht genau. Aber bis jetzt habe ich eigentlich noch nicht so. Hä? Spielstunden. Wer Spielstunden? Du? Was? Ja, jedenfalls habe ich bis jetzt noch nicht so gravierende Bugs gesehen. Aber doch, einen Bug habe ich gesehen. Und der nervt am meisten. Das blaue Auto in Nuketown. So ein Bug. Ey, nee. Das Ding reicht echt hinten auf, ne? Das war ja schon immer da. Das ist Sniper beim Haus und dann hinter dem blauen Auto stehen, das ist für den übelst schwer zu kriegen. Ja, ist es so. Allgemein ist es einfach so schwer. Ich meine, die hocken sich da hinten hin wie wenn sie einfach nur einen Ort zum Kacken brauchen. Da, es geht nix. Die machen nichts weiter. Gut, was ich da mache, könnte man auch denken, gut, der ist ein Camper, ich kämpfe voll im Haus. Nein, es geht eigentlich nicht anders. Man, wer draußen rumrennt, gut, manchmal geht man klar auch raus, weil es echt so langweilig wird. Aber draußen eigentlich ist es schon sowas in Ort wie, du wirst eigentlich so voll geschlachtet. Okay. Ja, schon. Aber mir geht eigentlich... Ja, Sniper ist dann halt besser, ja. Alter, wenn wir echt. Draußen werden wir echt oft geschlachtet, zumindest ich. Ich. So, 1 gegen 1 oder so, auf einmal ziehst du vor dich an und hinter dich ist auch wieder eine. Du siehst zwar auf dem Radar, aber so schnell kannst du dich einfach nicht drehen. Und das ist echt manchmal schwierig. Wobei, ich bin oft draußen. Ihr seht, ich fahre mit dem Panzer draußen. Ich fahre nicht mit dem Panzer im Haus, ne? Also, ich bin gerade draußen. Zwar nicht mit dem Körper, aber rein geistig bin ich im Panzer drin. Und ihr seht da, ja, beim Spawn durch, glaube ich, richtig aufräumen. Türsteher-Medaille, was das soll, keine Ahnung. Aber ja, ihr seht da, die Feinde, die werden schon angezeigt, du hast kein Problem, die zu treffen. Ich habe Raketen und Minigun, also was wollen wir weiter? Und es ist eigentlich eine gute Abschlussserie, der Zebarus da. Bis jetzt kann ich nichts Schlimmes sagen. Killt ziemlich schnell auch. Und ja. Gut, außer Raketen, die check ich nicht so, aber gut. Ja. Ja. Gegner waren ja schon blöd. Aber das sind halt so Lobbys, dass du denkst. Alter, wie lustig ist das? Wenn man so ein Lobby hat, kann man einfach mal so über 40 Kills machen oder so. Bei normaler Gegner denkst du dich ja. Alter, ist jetzt 13-10, ey, wie blöd bin ich denn? Da kriegst du einfach nichts zusammen. Aber da kannst du einfach mal den Frust rausladen, alles kaputt machen. Und. Ja, genau, das kenne ich ja. Das kenne ich ja. Was ist eigentlich. Achtung, eine Frage an Dominik. Was ist bis jetzt deine Lieblingswaffe? Also ich kann das nicht festlegen, also momentan läuft es mit der ECR gut. Ja. Also mit der ECR und mit der KN44. Mit der KN44, alles klar. Okay. Meiner ist die ECR. Schmarr. Ja doch, ECR und XR2. Die werde ich jetzt gleich wieder spielen. Weil genau jetzt ist das Video vorbei, meine Damen und Herren. Ich zähle unten Runde 2 von 2. 8-17, wir haben verloren. Da hinten steht noch 1.04, 1 Minute und 4, weil das Spiel noch gegangen. Ja, ich hatte recht, das Video hat es einfach nicht ganz aufgenommen. Aber ich
blende euch ja mal den Score ein. Da seht ihr 67-2. Ich habe am Ende 10 Kills mehr, 77-2. Aber ich hätte jetzt auch nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich habe noch einen Panzer gehabt und mit denen habe ich 10 Kills gemacht. Eigentlich nichts Spannendes weiter passiert. Denkt euch einfach nur CR drauf, aber auf die CR ist angeschissen. Und ja, der Rest eigentlich ist jetzt selber. 27, 35, 21, 21, 14, 28, der eine 9 zu 34, was der gemacht hat, fragt mich nicht. Ich bin 18 zu 20. Ne, es geht, das geht auch noch, ja, aber der eine, der 0, ah ja, ja, schau mal der Norma, hör auf, 9 zu 34, was das war. Wenn du das hörst, wenn du das hörst, verkauf der PlayStation. Okay, in dem Sinn sind wir fertig und ja, wir werden es bestimmt irgendwann wieder hören. Also gehe ich mal davon aus. Ja, in dem Sinne haut rein. Tschüssi! Ciao.